So, wir sind zurück bei Dragon Age Inquisition. So, meine Leute habe ich geheilt. Tränke sind aufgestockt. Machen wir uns mal auf zur nächsten Blockade. Silberit. Nehmen wir mit. Sollen wir noch viel abbauen werden und viel craften werden hier. Aber es kann zumindest mal nicht schaden, wenn wir ein bisschen was einsammeln nebenbei noch mit. So, wir sind jetzt. Kommen wir langsam der nächsten Blockade näher. Schauen wir mal. Bin mal gespannt, was hier noch abgeht. Rote Templer. Oh, kommt näher. Alter, geht's ganz schön rum. Oh, fuck, fuck, fuck. Unsere Mager Games ist ja voll. Die Morgan hat ganz schön was drauf, ey. Es läuft. Ja, aber so richtig coole Sachen haben die anscheinend nicht dabei. Mal geil, wenn wir mal einen Levelaufstieg hätten. Dann könnte man auch für den Schurken den anderen Helm da ausrüsten. So, schauen wir mal. Wir fangen jetzt auf zur zweiten Blockade. Hässlich, hässlich, hässlich. Okay, das Wichtigste wäre jetzt erst einmal hier für mich die Bogenschützen auszuschalten. Oh, das sind unsere. Okay, die sollten wir nicht ausschalten. Wo los für den Drecksäcke? Schauen wir mal, die da irgendwie platt machen. Was ist der denn jetzt platt? So, die nähern wir uns lieber vor hinten. Das ist halt das Beste. Okay, das läuft. Ja, weil wir da sind, hallo. Warum denn sonst? Mächtiges rotes Lyrium. Das bräuchte man für richtig starke. Das sind Gegner da hinten. Was ist da los? Weil es ist rote Lyrium, kann man für gewisse. Kann man für starke Runen brauchen. So, wie sagt unsere Map? Okay, das heißt, wir müssen im Endeffekt da entlang. Wir sind schon richtig vom Weg. Die letzte Blockade, okay. Das läuft. So, wunderbar. Dann kümmern wir uns um den fetten Sack da hin. Dann machen wir schnell Platz. So, wir haben gerade mal halbes Level. Also wir haben noch ein gutes halbes Level vor uns. Bis Level 19. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Keine Gewand. Bla bla bla. Hinten. Dann schauen wir, was die dabei haben. Wir haben trotzdem ab und zu mal so zum Herstellen ein paar coole Sachen dabei. Aber wenn so die Gegenstände, was sie dabei haben, total Mist sind. Also trotzdem lohnt sich trotzdem da mal nachzuschauen, was die dabei haben, schon bloß wenigen Stoffen zum Craften. Falls man da Wert drauf legt, das Craften. Wir haben da unsere Schurken dabei. Ja, ja. Ihr macht das schon. So, was ist da hinten? Wir drehen auf, ey.
Ja, Bastard, armseliger, genau. Die Hüter schocken. Sagen wir so, bis jetzt kommen wir eigentlich recht gut voran. Auch was die gegnerischen, ja, was jetzt die Gegner betrifft, können wir eigentlich ganz gut plätten. Das funktioniert. Mächtiges Lotus Lyrium. Ja, da wäre im Vorratslager. Die anderen haben einen Levelaufstieg. Das ist wahrscheinlich jetzt so weit wie ich jetzt. Also auch Level 18. Das hat nämlich hier noch eine schöne Fähigkeit. Also diese Fokusfähigkeit, rasende Wut. Solange diese Fähigkeit aktiv ist, bist du eine unaufhaltsame rasende Naturgewalt. Deine Angriffe erfolgen härter und schneller und du gewinnst mit jedem Treffer Gesundheit zurück. Das würde ich auf jeden Fall gern machen für einen Bullen. Konterhaltung. Was ist Konterhaltung? Schauen wir mal, Konterhaltung. Sie bereit, den nächsten Angriff aufzuhören und deinen Gegner mit einem gewaltigen Konter büßen zu lassen. Ja, die verwenden diese Konter, also diese Fokusfähigkeiten jetzt bei der Standardeinstellung nichts eigenständig. Die müssen wir dann auswählen. Das finde ich nicht schlecht. Okay, wie müssen wir da jetzt loslaufen, dass wir da hinkommen? Ich glaube schon fast, dass wir uns da rumschlagen müssen. Das sind nochmal massig Gegner wahrscheinlich, wa? Knöpfen uns die vor und gehen da außen. Das sind die gleichen wieder wahrscheinlich, wa? Müssen wir da außen rum. Komm her, du Schwein! So, dann kümmern wir uns um die schon mit. So, da hinten geht's weiter. Ich weiß nicht, warum sich die gegenseitig abschlachten. Aber auf der einen Seite soll es uns ja recht sein, gell? Da können wir doch runter. Okay. Müssen wir doch nicht außenrum. Ja, Sackel, aber die anderen vergessen. Solis. Dem würde ich fast gern seine Hüter, diese anderen Fähigkeiten noch ein bisschen ausbauen. Der hat jetzt auch diese Feuersbrunst. Schwerst Brenn mit Hüten herauf und lässt einige Sekunden lang ein flammendes Inferno auf sämtliche in den Zielgebiet herabfeuern. Das ist auch so eine Fokusfähigkeit. Eismine, Schritt ins Nichts. Ja, anwenden. So, jetzt hat. Schwäche wird noch weiter verringert. Okay. Sog des Abgrunds, auch interessante Sache. Weiß ja nicht, was man da alles benutzen soll, gell, von den ganzen Fähigkeiten, was die zur Verfügung haben. Das hat er die schon mit der Heilung, das ist auch eine ganz coole Sache. Du absorbierst die Energie, die dein Gegner abgeben, wenn du angreifst. Jeder erfolgreiche Angriff stärkt deine Barriere. Je mehr Schaden du verursachst, desto mächtiger wird deine Barriere. Okay, das benutzen wir, das hört sich gut an. Die werde ich aber wahrscheinlich nochmal umskillen. Sollte es dann noch irgendwie weitergehen. Dann werde ich mir die alle nochmal vorknöpfen. Die krallen wir uns da um. Weil dann möchte ich die Fähigkeiten ein bisschen anders da anwenden. Und auch die Fähigkeiten raus und die wo, ja, vielleicht unnütz sind. Werde ich mich auf andere Bereiche konzentrieren. Ja, genau, wie wir hier regeneriert jetzt die Barriere immer wieder. Das kann nicht schaden, denke ich.
Und das war eine gute Entscheidung. Weil dadurch ist die ein bisschen mehr geschützt. Und Schutz für unsere Magier können wir immer brauchen. Weil die müssen uns ja schützen. Master Leg. Tempeltore, jawohl. Betritt den Mythal-Tempel, alles klar. Sind wir voll dabei. So, jetzt hätte ich gerne mal gesagt, dann soll ich gerne mal im Angriff ausprobiert. Alter, das geht ab. Merk schon, läuft bei dir. Vor allem, es hat ja jeder seine eigene Fokusleiste, sagen wir nicht. Das heißt, man könnte sogar einen eisernen Bullen. Questkarte, Optionen. Konto. Charakterbogen. Warte mal, müssen wir mal hergehen, weil das eiserne Bulle verhalten. Weil der könnte nämlich zum Beispiel hergehen und sagen, okay, Key-Taktiken. Aus der Reserve. Das passt doch. Gute Taktiken. Fügbar, rasende Wut. Bevorzugt aktiviert Fähigkeit werden eingesetzt, sobald diese Zone es erfordert. Weil jeder hat das eigene Fokusleiste. Und dadurch, dass der eiserne Bulle muss er selber wissen, wie er das machen soll. Ne, die müssen eigenständig agieren. Mindestens bei dem die anderen Fähigkeiten, wie jetzt das vom Solas und auch dann später das von der Viviendis, die Heilungszauber, die möchte dann schon gezielt einsetzen. Okay, wir haben jetzt wieder. Wir haben keinen einzigen Trank gebraucht. Okay, dann heilen wir uns nochmal komplett durch. Und auf in den Mythal-Tempel. Schaut auf jeden Fall schon mal sehr schick aus hier. Da, das muss der Mythal-Tempel sein. Mensch, ist das ein schlauer Kerl. Mein Lieber, es steht zu erwarten, dass Corypheus ebenfalls hier sein wird. Melana Sur Banane. Er verspottet euch, Meister. Diese Würmer werden uns nicht von der Quelle der Trauer fernhalten. Quelle der Trauer? Seid geehrt. Sterb durch die Hand eines neuen Gottes. Nicht sein. Über die Wolke! Schnell! Ja.
Alter, ist der widerlich. Der kann also sich, sein Körper ist also, ja, wie soll man sagen, er kann andere Körper in Besitz nehmen oder Leichen benutzen, keine Ahnung, und sich irgendwie wieder herstellen. Alter, das ist widerlich. Aber geil gemacht gewesen, ne? Muss man schon sagen. Topst. Eine von den Elfen ist da total Verräterin. Endlich, Mythals Allerheiligstes. Gehen wir weiter, bevor Korypheus uns stört. Wenn er wegen eines Spiegels hier ist, was faselt Korypheus dann von dieser Quelle der Trauer? Ich bin nicht sicher, was er damit meinte. Könnte beides dasselbe sein. Heißt Eluvien übersetzt vielleicht Quelle der Trauer? Nein. Korypheus scheint es nicht um einen Eluvien zu gehen. Ja, ich habe mich geirrt. Seid ihr jetzt zufrieden? Was auch immer die Quelle der Trauer sein mag, Korypheus sucht danach. Also sorgt dafür, dass er sie nicht bekommt. Sehen wir zu, dass wir diese Quelle vor Korypheus Leuten finden. Ich wüsste gern, wieso Korypheus noch lebt. Wir haben ihn sterben sehen. Ja. Und seine Lebensenergie geht auf alle verderbten Kreaturen über. Egal, ob dunkle Brut oder graue Wächter. Wie tötet man denn einen Unsterblichen? Wir werden Korypheus aufhalten, sobald wir hier fertig sind. Seltsam. Erzdämonen haben dieselbe Fähigkeit. Aber dennoch können die grauen Wächter... Offenbar ist die Magie des Tempels noch immer stark. Ist das elfisch? Steht da irgendetwas über diese Quelle der Trauer? Atishal vir abelassen. Das heißt, begib dich auf den Pfad der Quelle der Trauer. Hier steht etwas über Wissen, respektvoll oder rein. Shiven, Shivennen. Mehr verstehe ich nicht. Aber die Erwähnung der Quelle ist ein gutes Omen. Wenigstens wissen wir jetzt, dass die Quelle der Trauer wichtig war. Bittsteller hätten sich zunächst hier vor Mythal verneigt. Vielleicht dürfen wir eintreten, wenn wir es ihnen gleich tun. Was ist denn das für ein Schloss, auf das man nur drauftreten muss? Das ist ein Ritual, keine verriegelte Tür. Hier gibt es mehr als weltliche Schätze. Ja, was sollen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt... Tretet auf keine Stelle, die ihr bereits betreten habt. Es darf keinerlei Unentschlossenheit geben. Hier haben Bittsteller den Pfad ihrer Götter beschritten. Sie haben den Göttern hier ihre Hingabe bekundet. Ich habe es gesehen. Im Nichts. Allein den Ehrfürchtigen war es gestattet, diesen Boden zu berühren. Und das auch nur in würdevoller Andacht. Ja, okay. Ja, will jetzt oder so nicht? Seid ihr sicher, dass Korypheus die Macht der Verderbnis nutzt, um unsterblich zu werden? Ihr scheint vergessen zu haben, dass ich während der fünften Verderbnis in Ferelden war. Ich habe einen echten Erzdämon wüten gesehen. Woher hat Korypheus die Macht, seine Seele in verderbte Körper zu senden? Das ist die eigentliche Frage. Hilft uns die Antwort auf diese Frage, Korypheus zu vernichten? Vielleicht, aber zuerst sollten wir uns um die Quelle kümmern. Wenn sie Korypheus in die Hände fällt, könnte jede Hoffnung auf Erfolg dahin sein. Gehen wir weiter. Wie ihr wünscht. So Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber noch einen kurzen Cut. Und den Rest des Tempels kommen wir am nächsten Part. Also, bis dann Leute. Ciao.